Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Und schaut mal, ich habe keinen Hund, aber ich habe eine Katze dazu gekriegt. Ich habe ja gesagt, ich wollte in den Item Shop rein und es gab so ein paar Sachen. Für umsonst. Und zum Beispiel, weil ich das Spiel über Steam gekauft habe, gab es hier so ein Kapuzenpullover mit Steam-Logo. Nice, ne? Ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel hier habe ich einen tollen Ring bekommen. Ja, und das war's soweit. Die Garderobe habe ich einiges gekriegt. Ich hab hier ein Steam-T-Shirt bekommen, weil ich zeige euch das mal. Müssen wir den Mantel mal entfernen. So, also den Hoodie kennt ihr, den Steam-Hoodie kennt ihr auch. So, haben wir hier ein schwarzes Steam-T-Shirt. Können wir gleich mal anziehen, wenn wir schon voll auf Steam sind. Ein Weiß gibt's auch. Oder ein Vorbesteller-T-Shirt mit so einem Cthulhu drauf. Auch nicht schlecht. Und das ziehen wir mal besser an, das sieht cooler aus. So, und dann hier haben wir nichts Neues. Und bei den Füßen haben wir auch nichts Neues. Also nur ein paar neue T-Shirts. Und hier den Steam-Hoodie. Boah, das sieht doof aus mit dem T-Shirt und dem Steam-Hoodie, ne? Ach ja, und wir haben eine Drachenjacke. Hier, Dragon. Ja, Dragon Esports Jacke. In grün. Ich finde, das steht uns nicht so besonders. Bleiben wir mal bei unserem Flammenhoodie, ne? Den hatten wir jetzt die ganze Zeit an. Können wir auch weiter hintragen. So, und die Katze macht auch irgendwie tolle Sachen. Die Katze gibt uns irgendwie Boni auf Heilung und so ein Zeugs. Allerdings nur bis 3 Millionen Erfahrungspunkte, aber da sind wir noch weit von entfernt. Okay, ja, jetzt haben wir hier die Quests alle abgegeben. Schauen wir doch mal, was hier der. Oh, hier sind's auch, stehen auch schon wieder Schlange. Gehen wir aber besser mal nicht hin. Jetzt machen die alle die gleichen Quests wie ich, ist irgendwie doof. Ist ja auch jetzt gerade so die Zeit, wo die ganzen Leute alle anfangen zu zocken. Oh, noch nices Outfit. So, die Liste der vermissten Personen haben wir gemacht. Dann machen wir hier einfach mal hier die Versorgungsaktion. Helen Bannerman und den Überlebenden in der Polizeistation gehen die Vorräte aus. Gehen Sie zu den Geschäften in Kingsmithen, suchen Sie nach Lebensmitteln und anderen Dingen, die Sie brauchen könnten. Was für ein Riesenmist. 3 Jahre, nicht ein einziger Schuss. Höchstens mal auf Tiere, die ein Truck angefahren hat. Und in den letzten Nächten so viele Kugeln wie Bonbons an Halloween. In der Zelle lagen meistens nur irgendwelche Akten zum Trocknen oder Bill Dexter mit einem Vollrausch. Jetzt sind die Leute hier praktisch eingesperrt und ausnüchtern bis zum Morgen gibt's leider auch nicht mehr. So wie es aussieht, werden uns die Vorräte ausgehen und bald darauf erwischt's uns dann. Andy holt ja, was er kann. Aber da die Streifenwagen die Barrikade verstärken, ich bin jedem dankbar, der herumstöbert und das Nötigste herbringt. Nennen wir es Requirierung. Die Ladenbesitzer kriegen sicher keinen Ausgleich wegen höherer Gewalt. Okay, ein örtliches Telefonbuch suchen. Klar, wir müssen erstmal wissen, wo die Ladenbesitzer überhaupt sind. Hier ist ein Telefon und ein Telefonbuch. So. Fit for King. The Call of the Wild. Ja, schöne Anspielung auf Cthulhu. Flex Pharmacy. Dunwich Newspapers. Kingsmith Saving Old Harbor Scrimshack. Pam the Clamp. Paradise Zoo Kitchen. Saikhoy Gas Station. So ist deiner. Creed Bros Hardware. Jack and Wendy, Bed and Breakfast. Okay. HP Arts and Crafts, das ist auch richtig geil. Gefällt mir. Es ist sehr detailreich, das Spiel, und das ist das macht einem Spaß.
Übrigens, ich mag den The Crow-Look von unserem Charakter sehr gerne. Deswegen habe ich den auch noch genommen. Unsere Katze. Hier können wir ein bisschen näher rangehen. Hallo Kitty. Mit Ohrring. Ohrring of Death. Wie sollte es anders sein? So, dann suchen wir doch mal. Ja, toll. Ja, danke schön. Okay. Guck mal, unsere Katze folgt uns jetzt. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu Susie's Diner. Gucken wir mal auf der großen Karte, gucken, wo das denn ist. Hier unten, also einmal ganz die Straße lang und dann nach links. Läuft. Sprinten wir mal dahin. Ich habe ja bei meinem Dragon Age Let's Play habe ich ja mich ja darüber aufgeregt über diese Hin- und Herrennereien in Dragon Age. Das gibt's ja hier auch anscheinend. Also wir sind jetzt auch schon ein paar Mal hin und her gelaufen. Aber hier gibt's echt viel zu tun, wenn man so hin und her rennt, und irgendwie wirkt das alles so ein bisschen durchdachter oder keine Ahnung. Es ist nicht so stumpf wie bei Dragon Age, finde ich. Kann auch sein, dass es irgendwie ein subjektiver Eindruck ist. Dragon Age ist übrigens nicht gestorben, das Let's Play. Ich habe momentan nicht die Muße, da weiterzuspielen. Aber es kommt bestimmt auch nochmal weiter. Also es ist momentan pausiert, würde ich mal sagen. So. Ich muss mich jetzt mal daran erinnern, dass wir jetzt über unsere eine Kraft anschmeißen, wenn wir hier keinen Streifschuss mehr machen. Weil wenn ihr mal guckt, hier ausgewichen, geblockt. Eben war das ein paar Mal hier Streiftreffer. Wenn wir die vermeiden können, dann potenzieren wir unseren Schaden doch erheblich. Hier haben wir schon wieder eine Pistole gefunden. Was sollen wir denn mit der Pistole? Pistolen haben wir nicht. So. Sprinten! Hier ist Susie's Diner. Boah, wer hat denn die angelockt hier? Okay. Ein bisschen Nahkämpferei auspacken. Wir können uns hier ein bisschen wehren. Und einen Heilschuss auspacken. So, und jetzt kann ich euch das Nähere nochmal zeigen hier. Heilen wir uns halt mit. Oh. Ordentlich. So. Da ist ein Zombie. Ich sehe dich. Kann ich dich anvisieren? Und Feuer. Bis der hier rum ist, ist er tot, jawohl. Coole Mucke läuft hier. Punk. Läuft. Erinnert mich ein bisschen an die Ramones. Ramones übrigens die einzige Band, die nur drei Akkorde spielen darf. Die haben das quasi erfunden. So. Zum Call of the Wild gehen. Nicht Call of the Koala, sondern Call of the Wild. Kommen wir hier rein? Okay, ja. Schitte! Ein Schuss, komm. Ich muss mich wieder zu ihm umdrehen. Heilschuss. Ja, das ist schon cool mit dem Heilschuss. Wenn man in solche Situationen hier gerät. Streiftreffer. Puh. Okay. Aber dadurch überlebt man halt doch ein bisschen länger. Der macht halt nicht so viel Schaden. Aber reicht anscheinend. Für diese Art von Zombies reicht's noch. So, hier. So, jetzt schmeißen wir das an, hier mit dem Streiftreffer-Dingens. Und. Na, schieß doch! Ist ausgewichen. Wie können denn Zombies ausweichen? So agil sind die gar nicht. So, hier ist das Call of the Wild. Hier können wir Munition einsammeln. Supply! Supply! Auch dem Kitty gefällt's. So. Das Ding läuft noch.
Streiftreffer. Streiftreffer. Ich dachte, das soll Streiftreffer vermeiden um 80% und auch trotzdem eine Milliarde Streiftreffer hier, ey. Not good. Not good. So. Aber ihr seht schon, das Nähren macht jetzt hier irgendwie überhaupt so gar keinen Sinn gerade. Creed! What? What? Oh, noch Zombies auch noch dazu. Fuck you! Heilung! Ah, den Hammer, den Hammer, den Hammer! Denn hier? Dach. Ja, da guckst du blöd, ne? Ihr Illuminaten. Bist du für einer? Illuminata. Guckst du doof. Hättest du auch mal helfen können. So. Hier. Flex voll. Gucken wir mal, ob nicht wieder so ein Roboter vom Himmel fällt. Ich hoffe mal nicht. Wäre auch ziemlich plump. Tür ist fest verschlossen. Okay, kriegen wir keine Erste-Hilfe-Kästen hier. Dann müssen wir mal jetzt nochmal in ein Telefonbuch gucken. Aber hoffentlich müssen wir da. Finde ich wieder komplett zurück. Achso, was ich auch noch gekriegt habe, was ich jetzt auch mal aktiviere, glaube ich, hier XP-Boost. Ihr gewährt eine Stunde lang 100% mehr Erfahrungspunkte durch Monsterkills. Das mache ich jetzt einfach mal. Was ist das? Ne, von hier. So, zack. Weil wir töten ja hier ziemlich viele Monster gerade. So, jetzt hier ein bisschen Kralle. Zack. Das habe ich auch umsonst bekommen. Heißt aber auch, dass ich jetzt noch eine Stunde spielen muss. So, Kingsmouth Volunteer Fire Department. Doch, da waren wir doch auch schon mal. Wissen wir doch, wo das ist. Wissen wir, hier glänzt irgendwas. Wissen. Das Feuer von 1712. So. Oh, hier hat jemand was liegen lassen. Schauen wir mal. Materialien und cool. Ein Knoten, der gibt Gesundheit. Ah, nee, das ist unser Ring besser, ne? Ja. Oh gut, verticken kann man den ja. So, wenn wir schon hier unseren Erfahrungsboost haben, dann müssen wir den jetzt auch nutzen. Und hier ordentlich Zombies schnitzen. Zack. So. Die Leiche der Reinigungskraft haben wir schon gemacht. Ich weiß, dass da drüben noch eine Horde Zombies ist. Oh, die ist gerade weg. Wahrscheinlich wurde die gerade schon gekillt. Dann sind es jetzt wohl die Feuerwehrleute, die dran glauben müssen. Na komm, schieß! So. Ich drücke schießen und er schießt nicht, der Sack. So. Und der nächste. Problem. Unser Sturmgewehr ist einzigartig. So, jetzt können wir mal hier den Streiftreffer vermeiden Skill anschmeißen. Heilung anschmeißen und Heilung. Da haben wir mich gerade ziemlich gelitten hier. Jetzt macht es natürlich Sinn. Das
wir hier diesen näheren Skill haben. Da ist noch einer. Perfekt, so muss das laufen. Und ein bisschen näher. So. Erste Hilfekästen. Da ist noch ein Zombie. Na komm, schieß. Perfekt. Ja, das ist eine gute Taktik hier. Und da hinten ist noch einer. Na, schieß! Läuft! Erste Hilfe. Die Tiere, die man hier als Begleiter hat, die machen eigentlich sonst überhaupt nichts. Die laufen halt immer mit und sind dann halt einfach da. So. Vorräte zum Sheriff zurückbringen, machen wir nochmal glatt. Aber vorher zeige ich euch hier noch eine coole Nebenquest, die ich richtig geil finde. Yeah. Kiste mit Tintenfischen. Diese Kiste sind voller verfaulter Tintenfische und der Gestank ist widerlich, aber jemand oder etwas mag verdorbene Tintenfisch. Denn mehrere Kisten wurden von dem Laster heruntergezogen und ausgeleert. Folgen Sie der Spur, um herauszufinden, für wen die stinkenden Tiere eine offenbar wohlschmeckende Zwischenmahlzeit sind. Dann schauen wir doch mal, wer die denn so cool findet, die Tintenfische. Hier laufen die Leute schon lang. Vorgesteller-T-Shirts habe ich auch. Hier ist noch irgendwie eine Schachtel. Hier ist eine Schachtel. Schachtel. Da sind Zombies. Stirb, Zombies. Streiftreff. So, und dann machen wir einen Nahkampfplatz. Es läuft. Kein Thema bei uns. Wir sind hier voll der Pro. Kiste mit Tintenfischen benutzen. Wow. Der Herr, der wollte irgendwas. Wow, der hat hier so ein Radius-Gedönse. Oh, der ist schon tot. Vielleicht leugnet er nicht. Einsatzbericht ist eingetroffen. Läuft bei uns. Oh, Zombies. Alles Erfahrungspunkte, Leute. Zack. Und vor allem Geld. Geld können wir gut brauchen. Hallo, schlägst du den jetzt mal? Ich hatte mich doch gerade zu dem hingedreht, oder nicht? Ein Heilungsschuss. So. Dann laufen wir wieder. Hüpf. So. Immer das auch erledigt. Uns wieder welche Frauen und Kleinen wird wieder irgendeiner was liegen lassen. Abstauber, Quali. Aber die Leute es nicht haben wollen. Ja, guck mal, Geld. Was lassen die Leute denn Geld auf der Straße liegen? Was war das andere? Das hier ist ein Energy Drink. Und das hier ist. Oh, ein Elementar-Boost. Den können wir zwar nicht gebrauchen, aber. Oh, wir haben wieder was gepult hier. So, und ein bisschen Nahkampf. Zack, zack, zack. Hier laufen schon die Gruppen durch die Gegend.
ziehen sich ein paar Zombies. Ich will die haben. Komm. Oh, oh, guck mal, die haben wir schon voll die Pro-Skills hier. Keine Chance, die Zombies. Blutmagie und Klauen, das könnten wir auch machen. Illuminaten. Mit Pistole und. Was sind da denn noch? Ich glaube, Elementar. Ja, lauft mal hier vorbei. Lauft! Geht weg! Ach komm, jetzt ziehen die Zombies ein. Ist es deins? Wenn du es nicht nimmst, nehme ich es. Tschüss. Also, wenn ihr das hätte haben wollen, hätte das schon längst genommen, glaube ich. Wäre schon etwas länger da. Na, hier laufen ziemlich viele Leute die ganze Zeit rum. Das ist, glaube ich, eine sehr beliebte Zeit gerade, um das Game hier zu zocken. So. Den machen wir auch platt. Das gibt alles nette, gute Erfahrungspunkte. Oh, der hatte coole Augen. Nice. Und einen fetten Hammer auf dem Rücken. Ja, mal zwei Illuminaten. Im Pairing. Hüpf, hüpf. Hey. Röckchen. Naja. So, wir bringen dem Sheriff mal die Liste zurück. Na, komm, hier. Oh, hey! Ich mag dieses eine Handwäsch, die andere nicht, aber was soll eine. Ach nee, wir müssen die Vorräte machen? In den Lagerraum rein. Boah. Passen Sie da draußen auf sich auf. Leben Sie wohl. Zack. Und wir senden einen Bericht. Ihr Bericht liefert einen Eindruck in die Struktur von Kingsmith. Für weitere Schritte ist eine detaillierte Erfassung des Ortes erforderlich. Lassen Sie sich von der Sturheit der örtlichen Gesetzeshüter nicht beeinflussen. Der Kampf des Sheriffs gegen die Toten ist wie eine schlechte Partie Shogi, bei der keiner der Spieler weiter als einen Zug vorausdenkt. Die einzige wirkliche Autorität in der Region ist das Chaos. Jawohl. Übrigens, herzlichen Grüße an den Frank, wenn er das hier guckt. Der gemeint hat, die Drachen wüssten irgendwie gar nicht genau, was sie hier irgendwie machen. Naja. Ah, das machen hier gerade schon voll viele, glaube ich. Wir nehmen das trotzdem mal an, das Quest. Früher habe ich mich immer gefragt, was auf dem Weg kam, den ich nicht genommen habe. Auf der anderen Seite des Zauns. So bin ich hier gelandet. Jetzt bin ich voller Öl und schmiere und baue Bomben. Nur die Ruhe, mein Freund. Mit Explosionen kenne ich mich aus. Ich kenne den Tod und seine ganzen Instrumente. Und habe keine Lust darauf, dass einer von uns bald die ewige Finsternis sieht. Diese mechanischen Diener des Sensenmannes bleiben schön ruhig. Bis ich auf diesen Knopf drücke. Ich habe auf meinen Reisen von Bullenreiten bis Bonsai-Schneiden alles gelernt. Da kann man schon mal die Lust auf Zerstörung verlieren. Aber die Umstände zwingen uns, ans Gemeinwohl zu denken. Selbst wenn auch das nicht sehr hübsch ist. Ein Schild meinte, ich käme gerade recht zur Hummersaison. Stattdessen landete ich in einem Albtraum. Direkt in seinem verfaulten Herzen. Aber ich philosophiere. Das Leben ist heilig. Jeder Moment wertvoll. Womit wir wieder beim Sprengen von toten Typen wären. An Zeit und an Ideen mangelt es mir ja nicht. Aber mir fehlt es an Eisenwaren. Ich könnte in der Main Street einen Einkaufswagen füllen. Aber käme ich damit zurück? Das ist die eigentliche Frage. Oh ja. Noch Bericht senden. Jetzt mal die Einkaufsliste an von dem. Was braucht er denn? An ANFO-Zutaten. Kühlbeutel, möglicherweise in der Feuerwache. Genügend Kühlbeutel bedeuten jede Menge an Ammonität. Dieselkraftstoff lässt sich vielleicht an dem Fischerbootwrack neben dem Lobster Trap besorgen. Okay.
Napalm, gefrorenes Orangensaftkonzentrat, wie bei Breaking Bad. Verdammt, in Fight Club auch funktioniert. Fight Club auch, ja. Den Versuch eines eigenen Napalms herzustellen, ist das alle mehr wert. Wahrscheinlich kann ich den Orangensaft auch selber konzentrieren. In dem Café in der Arkham Avenue gibt es bestimmt welchen Katzenstreu. In der Pension hat es von Katzen nur so gewimmelt, als ich daran vorbeikam. Ich kann nur hoffen, dass Tyler Durdens Spezialmischung auch funktioniert. Benzin kann ich von den Autos in der Barrikade abzapfen. Propankanister gibt es bestimmt an der Tankstelle. Gasflaschen, alte Colaflaschen, Handy-Valerien liegen, hier ist ein Kugellager. Gibt viele Fahrräder und Dreiräder. Kaum Kinder, die mal fahren. Und im Kindergarten oder im Park suchen. Okay. Hier hat noch einer eine Katze. Aber meine ist die coolere Katze. Eigentlich müsste ich ja auf die Katze allergisch sein. Ich selber bin gegen Katzen extrem allergisch. Ich mag die. Katzen machen, dass ich schlecht Luft kriege. Deswegen mag ich keine Katzen. So. Gehen wir mal zu der Tankstelle. Dann müssen wir gleich nochmal auf unsere KP gucken. Lauf, Eukalypter, lauf. Wenn die Straße jetzt auch schon lang gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich finde es hier nicht so schlimm wie bei Dragon Age. Ich weiß auch nicht, warum das liegt. Wahrscheinlich irgendwie, weil ich bei Dragon Age irgendwie andere Vorstellungen vom Game hat oder so. So. Okay. Da ist ja gerade nichts los, dann können wir auch gerade mal in unsere KP gucken. Extra Kugel. Feuer frei. Komm, wir kaufen dieses Ding jetzt hier, was uns eigentlich nichts bringt. So, dann haben wir noch zwei Punkte über. Braucht Ressourcen für jede Ausgabe. Einzelangriff zu beeinträchtigt. Ah, damit kann man dann beeinträchtigt machen. Okay. Was haben wir hier? Das Ersatzmagazin für 3. Okay. Eine Pferde. Okay. Alpha Wolf können wir uns jetzt gerade nicht mehr leisten. Ich glaube, dann sparen wir die restlichen 2 Punkte mal. Gehen noch mal hier hin. Haben wir inzwischen 3 Punkte. Ich würde mal sagen, machen wir doch mal hier das Sturmgewehr noch ein bisschen mehr Schaden drauf. Explosivgeschosse. Ihr Sturmgewehrkräfte belegen ihre Feinde mit dem Effekt Explosivgeschosse. Jeder zusätzliche Treffer durch Sturmgewehrkräfte erhöht die Anzahl von Ladungen am Ziel. Nach 3 Sekunden detonieren die Ladung und verursachen einen körperlichen Schaden pro Ladung. Nett. Nett, nett. Nett. Und dann können wir hier die Heilung von dem Dings noch ein bisschen verbessern. Coole Sache. Coole Sache. Aber bis jetzt schießen wir eigentlich mehr, als dass wir mit unseren Klauen irgendwas machen. So. Gibt's denn hier nirgendwo mehr Zombies? Hier laufen viel zu viele Leute rum, die... Gut, stehen auf, fallen direkt wieder um. Und die Leute lassen ja alles liegen, ey. Muss man, ich beschwere mich jetzt hier nicht, ne? Okay, er nimmt es trotzdem mit. Hat es doch noch gemerkt. Aber es sind extrem viele Leute hier unterwegs. Finde ich jetzt so. Gefällt mir eigentlich so. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen leerer ist. Wenn man sich konzentrieren kann auf seine eigene Story. Mal die gleiche Quest mit 1000 Leuten zusammen machen muss. Aber gut, es ist halt diese Art Spiel, ne? So, Autoritätsarmreif. Der macht uns mehr Angriffswert und mehr Trefferwurf, aber weniger Gesundheit. Ich glaube, aber ich möchte mehr Gesundheit haben, deswegen nehmen wir den nicht. Den können wir ausrüsten. Der hat Gesundheits- und Angriffswert für uns. Das ziehen wir uns hier rein. Was macht das? Heilt Schaden, das ist immer gut. Okay.
Läuft. Ich glaube, wir sollten die hier auch nochmal... Ich glaube, diese Verbraucher hier, die können wir wegmachen. Die können wir eh nicht benutzen. Die können wir mal ein bisschen sortieren in kritischer Trefferwert, in Heilungsteile. Das heilt auch, ne? Das verhindert Schaden, okay. Das heilt, okay. Heilung, Schadensverhinderer und irgendwelche anderen Buffs. So, hier gibt es wieder welche Zombies. Okay, machen wir mal. Ja. Man merkt doch, der versteckte Schaden ist, der macht jetzt schon ordentlich was her. Es sind nur noch zwei Schüsse nötig, um die Typen zu killen. Läuft. So, Kindergarten. Hier ist der Stadtpark. Hüpf. So, was suchen wir jetzt hier? Kugellager von Dreirad. Ja. Nehmen wir das doch mit. Ne? Komm. Okay. KP wieder bekommen. Da können wir jetzt nochmal gucken, die kosteten ja 3, die Kräfte, die wir da hatten. Hier das Ersatzmagazin von sichern und entladen, das benutzen wir gerade nicht. Aber hier schießwütig kaufen wir. So, was nehmen wir dafür raus? Wir nehmen, glaube ich, das raus dafür. Das brauchen wir gerade nicht so richtig. Im Zweifelsfall können wir uns auch mit... was anderem heilen, weil wir haben jetzt ganz viel, was Ressourcen aufbaut und nichts, was Ressourcen abbaut. Das ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Aber der klingt schon ziemlich gut hier, der... Haben wir jetzt diese passive Kraft da auch ausgerüstet mit dem Beeinträchtigen? Ja, hier den Konkurrenzlos. Haben 8% mehr Schaden, wenn sie beeinträchtigt sind und der Schuss macht beeinträchtigt. Der macht auch... Ne, der macht nicht beeinträchtigt, der macht, falls das Ziel beeinträchtigt hat, wird der Status befallen ausgelöst. Ja, dann braucht man den doch nicht. Nee. Und wir holen uns doch wieder das Nähren. Ja, das ist auch nicht so beeindruckend, weil diese 85 Schaden, 62, okay, macht mehr Schaden. Kommen wir mal drauf. Das mehr Schaden. ...84 körperliche Schaden mit Einzelangriff. Dreimal treffen. Das heißt, wir kriegen auch dreimal hiervon die Heilung wieder. Das macht 20, 60... ...76, macht... ein bisschen weniger Schaden. Die Heilung müssen wir drin lassen. Verbraucher müssen wir eigentlich auch drin lassen. Nee, ich lasse das jetzt so. So, dann müssen wir jetzt hier rüber zur Wendy's und Jacks Pension. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke, dass ihr zugesehen habt. Have fun, euer Koali. Tschüss.